Es ist ein Geburtstagsfest und natürlich hat man da Wünsche. In erster Linie möchte ich eigentlich und wünsche ich mir, dass es Österreich besser gehen soll. Und da ist es zwangsläufig notwendig, dass es der FPÖ besser geht. Ich wünsche ihr, dass dieses ganz hohe Maß an Vertrauen, das sie hat, man darf nicht vergessen, HC Strache ist ja weit aus dem Schatten Haiders bereits gestiegen, er hatte die besseren Ergebnisse, dass dieses hohe Vertrauen nie enttäuscht werden möge. Ja, die Freiheitliche Partei soll so standhaft sein wie bisher. Und die Loyalität der Mitglieder für die Freiheitliche Partei bringt natürlich Erfolg und das wäre das Wichtigste. Ich wünsche mir für die FPÖ, dass wir Verantwortung übernehmen können, dass wir was Positives auch in diesem Land auch wirklich verbringen können und vor allen Dingen auch, dass wir uns festigen, dass wir uns noch weiter gut und positiv entwickeln und da bleibt sehr viel zu tun noch für die nächsten 60 Jahre. Die ferneren Nachfolger sollen in 60 Jahren 120 Jahre FPÖ feiern. Vorher wird es nur 100 Jahre geben. Naja, ich wünsche, dass die FPÖ den gerechten Anteil an der Staatsführung, an der Repräsentanz des Staatsvolkes und an der Prosperität, die sich die FPÖ vorstellt, gewinnt und sicherstellen kann. Ja, vor allem, dass sie weiterhin die Dinge beim Namen nennt. Denn es gibt ein berühmtes Zitat, wer die Dinge beim falschen Namen nennt, der trägt zum Unglück dieser Welt bei. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir weiterhin für das eintreten, für was wir stehen, für die Heimat, für die Familien, für Leistung und dass wir uns auch unseres historischen Erbes bewusst sind. Ich wünsche ihr, dass sie noch stärker wird, noch einflussreicher, damit wir das sogenannte Abendland wirklich retten können und nicht, so wie es jetzt ausschaut, dass es untergeht im Islam. Ja, genauso erfolgreiche 60 Jahre wie die vergangenen 60 Jahre waren. Wir sind auf dem besten Weg, stimmenstärkste Partei österreichweit zu werden. Wir haben super Ergebnisse in den Bundesländern und mit der FPÖ geht es bergauf und das wünsche ich ihr. Der FPÖ kann man nur eines wünschen, Kontinuität, Geschlossenheit und dass dieser Teamgeist so erhalten bleibt, wie er jetzt unter einem Bundesparteiobmann HC Strache festgelegt worden ist. Ich wünsche der FPÖ, dass sie weiter ihren konsequenten Kurs geht. Es stellt sich heraus, dass er der richtige Kurs ist. Immer mehr Bürger, immer mehr Wähler erkennen, dass die Freiheitliche Partei eine gute Zukunft und eine erträgliche Zukunft vor allem weiß. Ich wünsche der FPÖ noch viele Jahre, noch mindestens 60 Jahre. Ich wünsche der FPÖ, dass sie viel Verantwortung in diesem Land erlebt, dass sie vielleicht weniger Tiefen und noch mehr Höhen erleben darf. Und ich wünsche eines, ich wünsche meiner Heimat und unserer Heimat Österreich, dass sie für 60 Jahre und noch länger eine starke FPÖ hat. Ja, ich wünsche der FPÖ zumindest noch einmal 60 Jahre und dass sie auch in den zukünftigen Jahren und Jahrzehnten so auf Kurs bleibt und auf Linie bleibt, wie sie das immerhin mehr als ein halbes Jahrhundert jetzt geschafft hat. Nach der Abspaltung vom BZÖ, wo viele geglaubt haben, die FPÖ ist eigentlich tot, gab es ziemlich bald eine Wiener Landtagswahl, wo wir mit Heinz-Christian Strache als Spitzenkandidat fast 15% erreicht haben. Und da hat man dann ziemlich bald gesehen, nach rund 5 Monaten, dass die FPÖ Zukunft hat. Naja, ich wünsche mir, dass sie erfolgreich bleibt. Denn eine erfolgreiche FPÖ ist der beste Garant dafür, dass die österreichische Bevölkerung angesichts der vielen Bedrohungen, denen sie sich gegenüber sieht, nicht unter die Räder kommt. Das ist eigentlich, glaube ich, der wichtigste Wunsch und mit HC Strache haben wir den Garanten dafür, dass der auch in Erfüllung gehen wird. Einerseits bin ich stolz darauf, dass ich jetzt 11 Jahre dieser 60-jährigen FPÖ-Geschichte mitgestalten durfte und wir können froh sein, dass uns da sehr, sehr vieles gelungen ist und wir auch im positiven Sinn Geschichte geschrieben haben, indem wir heute in Umfragen stärkste und bestimmende politische Kraft sind, auch bei den letzten Landtagswahlen die historisch besten Ergebnisse erreichen konnten. Und ich sage, ich wünsche uns, dass wir das auch konsequent fortsetzen, damit diese Partei weiter blühen, gedeihen und sprießen und wachsen kann, denn das soll ja nachhaltig sein im Interesse unserer Kinder und Kindeskinder.